das Wasser ist richtig kalt. Oh, schade. Dann können wir ja gar nicht ins Meer. Naja, vielleicht findest du es ja nicht kalt. Mal sehen. Okay, das ist wirklich kalt. Können wir nicht in den Pool? Ich will gar nicht wissen, was da gerade los ist. Ich kann ja mal nachsehen. Ach du meine Güte. In den Pool passt nicht mal eine Ameise rein. Schade. Aber am Strand kann man doch auch tolle Sachen machen. Zum Beispiel Muscheln suchen. Oh ja, ich gehe sofort los. Hier hast du noch einen Eimer. Ah, hier ist schon eine. Die kommt direkt rein. Oh, mir ist gerade eingefallen, dass ich meine Kamera dabei habe. Dann können wir noch ein paar Urlaubsfotos machen. Das macht zwar keinen Spaß, aber ich habe sowieso nichts Besseres zu tun. Also, na gut. Freddy und Johannes, mit euch fangen wir an. Hebe Freddy am besten hoch, Johannes. Na, dann komm mal zu mir. Ja, das sieht sehr schön aus. Stellt euch noch ein bisschen gerader hin. Charlotte, kannst du jetzt bitte das Bild machen? Ich kann Freddy nicht mehr lange halten. Ist ja gut, Johannes. So, bitte lächeln. Das sieht toll aus. Und jetzt das nächste. Na, das kann ja heiter werden. Puh, endlich sind wir fertig. Oh, was ist denn da drüben los? Ja, Sie haben es doch gehört. Sie war richtig teuer. Beruhigen Sie sich doch. Ich werde den Vorfall direkt bei der Rezeption melden. Meine schöne Sonnenbrille. Was ist eigentlich passiert? Der Frau ist anscheinend ihre Sonnenbrille gestohlen worden. Oh nein. Ach, Freddy ist gerade so süß. Ich muss unbedingt ein Foto machen. Moment mal. Wo ist denn meine Kamera? Bist du etwa auch gestohlen worden? Das müssen wir sofort dem Bademeister melden. Er ist wieder zurückgekommen. Also sind hier wirklich Diebe im Umlauf. Wir sollten hier ermitteln, denn die Polizei scheint doch nicht da zu sein. Am besten rufen wir die anderen 5 Spürnasen an. Mama, dürfen wir dein Handy benutzen? Wir wollen nämlich unsere Freunde anrufen. Ja, in Ordnung. Passt gut auf, dass es nicht gestohlen wird. Außerdem habe ich später trotz Urlaub ein wichtiges Telefonat mit meiner Kollegin. Ja, Mama. So, ich starte den Gruppenanruf. Oh, hallo Leute. Hallo, so ein unerwarteter Anruf. Marie geht nicht ran. Ach stimmt, sie fliegt ja heute nach Kroatien. Was ist eigentlich los? Bei uns auf dem Campingplatz gab es Diebstähle. Clara und ich wollen gleich alle wichtigen Hinweise herausfinden und notieren. Aber wir wollten euch fragen, ob ihr noch Ideen habt, was wir machen könnten. Und seltsamerweise ist die Polizei immer noch nicht da, obwohl die Diebstähle gemeldet wurden. Wow, ihr habt hier einen aufregenden Urlaub. Und ich chille hier einfach nur am Gardasee. Was ich anbieten würde, ist bei der Rezeption nachzufragen. Außerdem würde ich eine Liste mit Verdächtigen machen und diese dann einzeln observieren. Ja, das machen wir. Vielen Dank, Leute. Hey, mein Geldbeutel! Komm sofort wieder! Schnell, da müssen wir hin. Hallo, wir wollen den Dieb finden. Könnten Sie uns beschreiben, wie der Täter oder wie die Täterin aussah? Naja, es ging alles sehr schnell. Es war auf jeden Fall ein Mann. Okay, und welche Haarfarbe hatte er? Dunkle Haare, also braune oder schwarze. Zu der Kleidung kann ich leider nichts sagen. Vielen Dank. Gerne doch. Komm, wir gehen zur Rezeption. Hallo, wir wollten fragen, wo die Polizei bleibt. Wieso Polizei? Naja, wegen den Diebstählen. Welche Diebstähle? Mehrere Besucher sind beklaut worden. Wurde das gar nicht gemeldet? Nein, ich weiß von nichts. Danke fürs Bescheidsagen. Ich rufe sofort die Polizei an. Kommen Sie zurück! Meine Tasche! Da sind alle meine Wertsachen drin! Und der nächste Diebstahl. Können Sie uns mehr Hinweise zum Diebstahl geben? Natürlich. Also, es war eine weibliche Täterin mit schwarzen Haaren. Ihr Outfit war... teilweise rosa, aber nicht ganz. Sie sah aus wie eine ganz normale Urlauberin, deshalb habe ich mir zunächst nichts dabei gedacht. Vielen Dank für die Hinweise. Es sind also 2 Täter, eine Frau und ein Mann. Ja, lass uns eine Verdächtigenliste machen. Also der Bademeister ist auf jeden Fall verdächtig, weil er die Diebstähle nicht gemeldet hat. Ja, aber auch die Frau in der Rezeption. Sie könnte ja nur schauspielern.
Sie hat zwar blonde Haare, aber trotzdem. Stimmt. Schau mal die Frau da. Die passt zur Beschreibung. Ja, und der Mann neben ihr auch. Das ist schon mal total verdächtig. Moment mal. Wo ist eigentlich Mamas Handy? Oh nein, wir haben es vergessen. Es ist bestimmt gestohlen worden. Wir müssen es ihr sagen. Und dann war es weg. Tut uns leid, Mama. Ach, Kinder. Hoffentlich wird der Dieb schnell gefunden. Oh nein, wo ist mein Megafon? Es wurde gestohlen. Na, dann können wir ihn von der Liste streichen. Aber dann frage ich mich, warum er nichts gemeldet hat. Papa, da ist etwas. Zeig mal. Oh, das sind ja Mamas Handy und ihre Kamera. Und auch noch lauter andere Sachen. Freddy, du hast das Diebesgut entdeckt. Da vorne ist die Polizei. Wir sagen schnell Bescheid. Bei dem verdächtigen Paar haben wir nichts Auffälliges entdecken können. Schade. Aber guck mal da drüben. Da klaut der Bademeister eine Tasche. Perfekt. Die Polizei hat es auch gesehen. Detenel! Jetzt verstehe ich das. Er hat den Diebstahl des Megafons nur ausgedacht, damit er nicht mehr verdächtigt wird. Aber wer wohl die Täterin ist? Hey, die Frau dort drüben trägt meine Sonnenbrille. Das war ja klar, dass es die unsympathische Urlauberin ist. Wir müssen durchs Wasser flüchten. Ah, es ist kalt. Da gehe ich nicht rein. Oh nein, der Mann schwimmt weg. Estas bajo Alesto. Hier sind deine Sachen. Wow, perfektes Timing. Wir sind ein echt gutes Team. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.